Jo und willkommen wieder auf meinem zweiten Kanal InCap. Heute mal wieder ein Real Talk aus der Zentrale, da ich jetzt gerade Lust habe. Ich habe gerade eben schon ein Video aufgenommen und wir haben es 8.32 Uhr und wir nehmen das nächste Video auf. Das heißt, wir haben es 8:30 Uhr früh und ich setze mich hier gerade hin und nehme einfach Real Talk Videos auf. Ist das nicht nice? Und da drüben steht eine leere Vita-Cola-Flasche, was natürlich sehr, sehr unästhetisch aussieht für ein Video. Also stell dir mal ganz kurz weg, weil das ist schon ein bisschen asozial, muss man einfach sagen. Nice. Okay, kommen wir einfach mal zu der Frage, die sich auch schon ganz, ganz oft gestellt wurde. Also diesmal das wirklich eine Frage, die in dem Stream wirklich fast immer aufkommt. Also wirklich fast immer. Und zwar, was würdest du lieber machen, YouTube oder Twitch? Also das ist eine Frage, oder beziehungsweise, was ist besser, YouTube oder Twitch? Das ist so eine Frage, die wird mir halt so oft gestellt. Und ich gehe heute einfach mal drauf ein, damit halt auch die Leute wissen, ja, was ich mehr bevorzugen würde, warum ich was mehr machen würde. Und ja, kommen wir einfach mal generell zu YouTube und Twitch. Ich muss sagen, ich mache beides extrem gern. YouTube ist halt so eine Plattform, wo du dich kreativ ausleben kannst, wo du wirklich, also wenn du es schaffst mit YouTube, kann das ein riesiges Ding werden. Du kannst alles Mögliche pushen. Das ist bei Twitch nicht ganz so, aber bei YouTube ist das extrem so. Und da muss ich sagen, also die Möglichkeiten bei YouTube wirklich auch mal krass zu werden, sind dann deutlich höher als vielleicht auf Twitch. Man kann auf YouTube besser oder mehr Reichweite erlangen in kurzer Zeit, als dass man das auf Twitch machen kann. Außer man wird halt dauerhaft gehostet, gepusht von dem Knossi oder so. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich kaum, dass du dann auf YouTube und dass du dann auf Twitch so schnell Reichweite bekommst, ne? Also gerade wenn du nur Twitch hast. Also bei YouTube ist es halt einfach so, dass die Möglichkeiten Reichweite zu bekommen halt wirklich höher sind. Und es macht natürlich auch riesig viel Spaß. Wenn du bei YouTube riesige Reichweite schon hast und du würdest dauerhaft Product Placements bekommen, die dir jetzt, sage ich mal, zwischen 5.000 und 10.000 Euro zahlen pro Product Placements, dann würde es sich finanziell YouTube, glaube ich, mehr lohnen, als dass es sich Twitch lohnen würde. Ich muss aber tatsächlich immer noch sagen, und das ist vielleicht für den einen oder anderen überraschend, der mich so von YouTube kennt, dass ich tatsächlich eher Twitch bevorzugen würde. Also YouTube macht mir derzeit auch riesig viel Spaß, gar keine Frage. Das Ding ist halt einfach, also rein finanziell gesehen ist YouTube halt wirklich bei mir ein absolut broke, ne? Also ich, das ist mittlerweile so broke, dass ich mittlerweile Product Placements annehme, ne? Weil es einfach nicht mehr geht, weil ich habe jetzt zum Beispiel bei dem einen Video, es hat 8000 Aufrufe, 3 Euro bekommen für das Video. Es ist wirklich bei 8000 Aufrufen, das sind selbst 8 Euro, es juckt mich letztendlich nicht, ne? Aber es ist halt echt krass, dass bei mir der CPM, beziehungsweise der CPM ist bei mir schlecht und es gucken sich kaum Leute meine Videos an ohne Adblocker. Also es ist wirklich extrem heftig und ich kenne kaum jemanden, der wirklich so am Arsch ist wie ich, aber vielleicht geht das ja irgendwann mal noch bergauf. Ne, also rein finanziell gesehen lohnt sich Twitch bei mir einfach viel, viel mehr. Liegt einfach daran, dass ich eine Community habe und da bin ich so unfassbar dankbar, die so krass supporten, die oft dabei sind, die reinschreiben, wirklich, so macht auch ein Stream mega viel Spaß und ja, der Support ist halt riesig, ne? Also bei Twitch ist der Support schon seit Monaten extrem groß, ist jetzt schon mittlerweile seit fast einem Jahr, wo ich dann halt auch sagen kann, das ist lukrativer als YouTube, bei mir schon zumindest die ganze Zeit. Livestreaming war schon immer lukrativer als alles andere, was ich gemacht habe, ne? Also mit YouTube-Videos habe ich noch nie wirklich viel Geld verdient. Ich habe einmal mit einem Video, und das war meine höchste Einnahme, ich glaube, das war mit, oh, was war denn das für ein Video? Also ich glaube, das war über Paluten. Das hatte, glaube ich, 90.000 Aufrufe. Und da habe ich, glaube ich, mal 300 bis 400 Euro bekommen. Also ich hatte noch nie was Höheres bekommen als mit sowas. Und da hatte ich auch schon Videos mit über 300 bis 400.000 Aufrufen. Und da habe ich zum Beispiel bei Weitem nicht das Geld bekommen. Da habe ich noch nicht mal 100 Euro bekommen, teilweise. Also es ist auf jeden Fall komisch, was YouTube da mit meinem Kanal macht. Ich darf mich aber gar nicht weiter beschweren, weil letztendlich, ich bin einfach riesen dankbar, dass es so viele Leute gibt, die mich supporten, die mich unterstützen, die mir eine Kanalmitgliedschaft geben, die mir spenden oder sonst irgendwas, damit ich das Ganze finanziell stemmen kann und es funktioniert. Also ich muss wirklich sagen, derzeit funktioniert es auch. Jetzt vor kurzem hatten Supporter einfach übel viele Subs dagelassen, übel viel Geld insgesamt gespendet. Das sind natürlich auch Dinge, die muss ich nicht verstehen, aber die sind halt unglaublich krass und das weiß ich auch sehr zu schätzen, ne? Also YouTube ist dahingehend halt nicht so lukrativ, außer du hast halt Product Placements, die den Kanal voranbringen. Aber ich kann das jetzt natürlich nur aus meiner Sicht erzählen, weil manche, die haben halt den CPM, der ist so groß, die würden dann natürlich sagen, also YouTube lohnt sich halt viel mehr. Also bei mir lohnt sich Twitch viel mehr und das wird halt wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ne, kommt halt darauf an, wie aktiv ich auf Twitch bin, aber ich bin derzeit ja sehr aktiv, sodass ich fast jeden Tag einen Stream mache. Ja, zumindest unter der Woche. Genau, also, aber was, also für was würde ich mich jetzt mehr entscheiden?
YouTube oder Twitch? Oder was finde ich an sich besser? Also ich finde, das eine ist, es ist halt immer schwierig, ne? Das eine ist ja YouTube-Videos machen, das macht ja Spaß. Und das andere ist Twitch machen, das macht ja auch Spaß. Aber es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich würde persönlich aus meiner Sicht sagen, dass mir Twitch mehr Spaß macht. Einfach aus dem Grund, bei YouTube musst du erst recherchieren, du musst ein Skript schreiben, musst alles aufbauen, musst dich vor die Kamera stellen, musst dann das Video schneiden, musst das Ganze einstellen, hochladen. Naja, also es sind so viele Arbeitsschritte für die Entlohnung. Aber wir gehen jetzt mal wirklich auf den Spaßfaktor ein. Also bei YouTube hast du eher weniger Spaß als auf Twitch. Es ist halt einfach so, weil bei YouTube sitzt du halt auch nur vom Rechner, wie das ein Büromann macht, und klickst so deine Sachen an, damit du halt dein Video fertig bekommst. Bei Twitch ist es halt so, du drückst einmal auf den Startknopf, so, und dann geht's los und dann kannst du halt sämtliche Scheiße labern, wie du willst. Die Leute nehmen dir das nicht übel, außer du sagst wirklich komplette Scheiße. Und ja, was willst du eigentlich mehr? Also Twitch ist einfach, was das angeht, was der Arbeits- oder was die Arbeitszeit angeht, einfach viel, viel geiler. Wirklich viel, viel geiler. Du kannst viel mehr machen. Ne? Also das wirklich die Möglichkeiten, da was zu machen, sind halt riesig. Ne? Du kannst Games zocken, du kannst über alles Mögliche reden. Wirklich, du kannst doch über dein privates Zeug reden. Die Leute, die feiern das, die schreiben da auch viele Sachen mit rein, teilen ihre Erfahrungen. Du kannst live mit den Zuschauern interagieren und das sind alles so Sachen, die kannst du mit YouTube nicht machen. Wenn du jetzt mit YouTube zum Beispiel, ne, ich mache ja Meinungsblogs. Wenn du jetzt auf YouTube, wenn ich jetzt ein Video mache über persönliches Zeug, über Kindheitsstories und so weiter, dann kann ich euch mit Sicherheit sagen, dass mein Kanal wieder bergab gehen wird. Zu 1000%, wirklich zu 1000% geht mein Kanal danach wieder bergab. Da werde ich keine Abonnenten mehr also generieren. Ich denke, die Abonnenten werden wieder zurückgehen von 84.000 auf 83.000. Ich würde viel, viel weniger Klicks bekommen und ja, mein Kanal ist wieder Absturz. Ne? Also es ist wirklich so, dass ich auf Twitch kann ich das sagen, wie ich das will. Und die Leute nehmen das an und teilen auch ihre Erfahrungen mit. Und das finde ich halt mega geil. Und das hast du, wie gesagt, auf YouTube nicht. Und bei YouTube gibt es halt auch so Cringe-Kommentare, die hast du halt zum Glück auf Twitch nicht. Ne, auf Twitch, das gibt nur mal vereinzelte Leute, die halt wahrscheinlich nicht nachdenken können und schreiben irgendeine Scheiße rein. Na, also jetzt so rein von der Plattform her oder vom Content-Createn her bevorzuge ich definitiv, also wirklich zu 1000% Twitch. YouTube ist halt so die Plattform, wo man sich, glaube ich, am häufigsten aufhält, weil selbst wenn wir auf Twitch sind, dann gucken wir uns YouTube-Videos an, das macht halt riesig viel Spaß und ich glaube, ja, dahingehend ist YouTube halt einfach geiler, weil du kannst dir halt Sachen angucken, wie du willst, ne? Wenn du dann auf Twitch bist, dann kannst du dir auch den Stream angucken, wie du willst, aber dann musst du halt immer erst sicher sein, dass der live ist, ne? Und das hast du halt nicht. Deswegen gibt es überall positive und auch negative Seiten. Für mich persönlich ist Twitch da deutlich besser, ne? Aber es liegt halt wie gesagt nur an den Zuschauersupport dran, ansonsten könnte ich mir das jetzt nicht erlauben sozusagen. Mir macht YouTube auch riesig viel Spaß mittlerweile, ne? Ich muss sagen, ich hatte ja mal wie so eine Downphase, da habe ich kaum Videos gemacht. Mittlerweile mache ich sehr, sehr gerne Videos, ich sag mir selber auch immer, komm jeden zweiten, dritten Tag ein Video. Mittlerweile durch den Umzug geht's einfach nicht, ne? Also ich habe jetzt ein Video für Freitag zu Pookie aufgenommen. Und beziehungsweise hochgeladen und auch schon veröffentlicht. Aber jetzt haben wir es zum Beispiel gerade, heute ist zum Beispiel Freitag, ne, wo das Pookie-Video online kommt. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt, erst wahrscheinlich die Woche drauf oder zwei Wochen drauf. Und ich habe jetzt noch nichts weiter vorproduziert, obwohl ich mir selber gesagt habe, ich muss dringend was vorproduzieren, aber ich habe einfach die Zeit nicht. Ich habe die Zeit nicht, momentan was zu machen, einfach aus dem Grund, wie ich das schon mal gesagt habe, dass ich am Wochenende mega eingeplant bin, mega eingespannt bin und ich würde tatsächlich noch viel, viel mehr gerne machen am Wochenende. Also jetzt nicht nur YouTube und Twitch, sondern auch mal mit Freunden was machen, aber es ist momentan so anstrengend, ich sag's euch so wie es ist. Das geht schon an die Substanz. Ja, das ist momentan so mein Ding. Also Twitch ist Ehre. Und YouTube ist Liebe, würde ich sagen. Aber wie gesagt, so, Twitch ist dahingehend halt für mich sinnvoller als YouTube. Aber ich mache alles beides extrem gern. Da keine Frage. Oder sonst würde ich hier nicht auf mehreren Kanälen Content produzieren. Und das funktioniert dann halt auch alles. Ne? Also das nochmal dazu. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, welche Plattform bevorzugt ihr mehr? Findet ihr Twitch geiler? Findet ihr YouTube geiler? Begründet das gerne auch mal in den Kommentaren und tauscht euch untereinander aus. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt das so schön? Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao.